Hallo Leute, willkommen zurück bei Closure. So, was machen wir jetzt Schönes hier in dem Level? Man weiß es noch nicht so ganz. Ich würde mal sagen, wir versuchen es nochmal auf diese Methode, aber das wird dann wieder ins Wasser fallen und das ist auch total für den Popo. Ah! Ich habe noch keine richtige Idee, Leute, was ich hier in diesem Level machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, Moment, jetzt habe ich ja noch eine bessere Idee. Oh, klar, warum nicht? Wir rollen das Ding erstmal hier rüber, klauen jetzt erst das Licht daraus. Ah, Mann. So einfach manchmal. Man macht sich das aber trotzdem schwer. So, jetzt komme ich scheinbar da oben rein. Das heißt, ich kann das Licht jetzt hier... ja, kommst du da oben rauf? Ja, kommst du. Kommt da, kommt da. So, jetzt kann ich sogar noch das Licht hier bewegen. Ich muss nur aufpassen, dass ich... Ah, Moment. Shit, Moment, Moment. Wie weit kann ich den drehen? Ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht selber den Boden unter den Füßen wegklaue. Okay, so kommen wir zum Schlüssel auf jeden Fall. Und jetzt muss ich nur überlegen. Zum Schlüssel kommen wir jetzt schon mal. Habe ich da überhaupt was von? Zum Schlüssel kommen wir jetzt schon mal. Wir kommen jetzt ins Wasser, kommen dort oben hin. Ich brauche aber noch mehr Licht eigentlich. Moment, kann ich den... scheiß die Wand an, ey. Okay, so kann ich alles sehen. Jetzt komme ich aber nicht mehr zum Schlüssel. Das heißt, Moment, das Teil müssten wir doch noch mal ein ganz kleines bisschen weiter nach... Nee, shit, dann sehe ich ja die Tür nicht mehr. Wie soll das gehen? Wie zum Teufel soll das klappen? Ich könnte... Ich, hier unten komme ich nicht lang. Das geht nicht, nee. Also das ist das Maximale, was ich an Licht da unten sozusagen hinprojizieren kann. Ich könnte jetzt hier so runterschwimmen. Und das war's. Das bringt aber mal nichts so richtig. Also ich würde hier rauskommen. So viel steht schon mal fest. Aber ich komme hier nicht mehr runter. Und ich kriege auch kein Licht hier mit her. Weil das Problem ist natürlich, der Schlüssel sinkt ja ab. Der Schlüssel sinkt ja ab. Okay, Moment. Also ich probiere es erstmal, dass wir jetzt da runterkommen. Stimmt, wenn wir hier hochkommen, können wir das doch wieder neu verstellen. Ah, Grants. Denk doch mal mit. So, jetzt glaube ich, muss ich das Stückchen rollen hier. Oh Gott, das ist aber ganz schön schnell. So, ich hoffe mal, dass das jetzt reicht. Und nach oben. Oh, shit. Shit, shit, shit. Ja, sehr, sehr schön. Das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, das könnte was werden. So, jetzt muss ich den hier wieder so verstellen, dass wir da hinten hinkommen. So. Und dann schnappen wir uns den Schlüssel. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich gut springe. Und yes, das war's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Yay, wieder ein Level geschafft. Wir sind so toll, Leute. Klopft euch mal eben alle selbst auf die Schulter. Ihr habt es euch verdient. Okay, also hier brauche ich gerade überhaupt nichts machen. Das wird mir nicht so wirklich was bringen. So, das Teil fällt doch wahrscheinlich dann... Ah ne, das fällt nicht auf den Boden. Okay. Ja. Wie soll ich dort oben jetzt wieder hinkommen? Ja, das war... glaube ich, nicht das gewünschte Ereignis. Das heißt, wir sollten vielleicht anfangen, hier hinten die Dinger reinzuschubsen. Weil so kommen wir zumindest... Wow. Oh Gott, schaffe ich das jetzt hier? Nee, natürlich nicht. Was ist das für ein Scheiß-Level, ey? Okay, ich glaube, wir müssen in der Mitte anfangen. Und dann komme ich nämlich an die mittlere Lampe ran. Sehe ich das richtig? Oh, oh, um Gottes Willen. So, mit der Lampe kann ich mir jetzt zumindest das Teil da oben nämlich anleuchten. So, meint ihr, das reicht so? Ich weiß es nicht. Zack, auf jeden Fall kommen wir so hier rüber. Okay, jetzt müsste ich eigentlich doch auch theoretisch an den hier rankommen. Ja, das sieht gut aus. Moment, ich mach's lieber mit dem Zwischenhalt hier. So, der geht jetzt hier runter. Oh nein, nein! Ah, ich habe vergessen, dass ich auch mit runterfall. Ich könnte natürlich auch hier hinten die Lampe erstmal ausrichten. Dass die mir hier so drauf zeigt.
So, dann könnte ich... Oder die zeigt mir einfach auf den mittleren dann. Die muss mir nachher wahrscheinlich sogar irgendwie... Ne, da hinten. Ah, da kommt die Tür hin. Okay, die brauche ich nachher also scheinbar für die Tür. Ja. Also ich lasse mir die eben mal eben auf die mittlere scheinen. So. Das heißt, auf die mittlere komme ich jetzt immer wieder zurück. So, Moment, wenn ich den jetzt hier reinwerfe. Ah, shit. Ah, egal, hat geklappt. Ich wollte schnell noch darüber jumpern. So. Jetzt komme ich auf jeden Fall ziemlich easy auf die dritte hier rauf. Und ich brauche auch gar keine Angst haben, dass, wenn die fällt, ha, komme ich hier sofort wieder hin. Und wenn die fällt, gehe ich einfach mal eben schnell hier rauf. So, jetzt komme ich hier hin. Was bringt mir der ganze Spaß jetzt eigentlich? Achso, Moment, Moment, jetzt ist klar. Ah nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh Mann, ey, das war ja wieder knapp. Jetzt muss ich hier mal eben unter durchtauchen. Nein, shit, du sollst das noch nicht verschieben. Oh Mann. Mist, ich glaube, ich habe es jetzt kaputt gemacht. Oder? Nee, ich komme hier noch auf die rauf. Sehr schön. Und, ah, ich muss auf die andere nämlich, Leute. Ich muss auf die da hinten. Moment, schaffe ich das von hier auch? Ne, nicht ganz. Da vielleicht von Land aus. Komm schon! Ja, sehr gut. Und, ja, sehr gut. Alles klar, jetzt muss ich mir da drüben hinleuchten. Ach, da ist die Tür, sagt er doch. So, ich komme jetzt aber auf keinen Fall... Wie kriege ich die bewegt? Ich schaffe das doch auf keinen Fall von hier aus... Auf die andere... Oh, shit, ich bin auch noch da oben gegengeploppt. So, Moment, dann muss die ungefähr so sein. Ah, ja, ja, bewegt die doch noch weiter nach links. Hey, manchmal. Einmal. Zweimal. Und dreimal und... Los, komm schon! Yes, sehr schön, da sind wir bei der nächsten Tür. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. So, okay, Leute, wir gucken erstmal, was passiert, wenn wir das hier machen. Alles klar, da kommt ein Aufzug. Und, ja, tötet uns. Das war natürlich schlecht. ja, ich klaue mir mal eben hier das Licht und dann schaue ich halt, was da drüben los ist. Lampen. Was soll ich denn bitte schön mit Lampen? Ja, wir könnten uns einfach mal das Level anschauen, würde ich sagen. Hier geht's nach oben. Und da könnte ich mir dann den Schlüssel geiern. Okay, ich müsste den Schlüssel... irgendwie dahin packen, um Gottes Willen, ey. So, Moment, wenn ich jetzt das Licht hier so packe. Funktioniert die Leiter? Jo, die Leiter funktioniert so. Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Jetzt komme ich aber nicht mehr da drüben hin. Es sei denn, ich nehme die Kugel. So. Jetzt müssen wir irgendwie... Moment. Ah, scheiße. So, dann würde jetzt da oben der Schlüssel liegen, Leute. Und wenn der Schlüssel dort oben liegen würde, weiß ich noch nicht so ganz, was das uns bringt. Ich weiß, das Level ist verloren. Ich möchte nur einmal ganz kurz schauen, ob ich, wenn wir hier oben sind... Genau, dann könnten wir... Ah, Moment. Dann könnten wir so uns den Schlüssel holen. Und... Oh, hier kommen wir aber nicht mehr hoch dann. Na, dann haben wir ein Problem. Das ist natürlich auch scheiße. Okay. Also, wir wissen zumindest, wie wir den Schlüssel da oben hochbekommen. Aber wie es dann weitergeht, ja, das ist direkt die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Also, hier muss ich wieder mal... Obwohl, nee, hier hatte ich... wie hatte ich denn die hingelegt? So? Nee, die andere hatten wir so. Die hier war für die Treppe zuständig. So, komme ich hier jetzt die Treppe hoch? Nein, natürlich nicht. Ach, du Vollidiot. Okay, lege ich hier hin. Eigentlich muss ich die Treppe doch gar nicht hochkommen, oder? Sehe ich das falsch? Ich nehme doch eine Lampe mit nach oben dann einfach. Ja, aber wofür soll die sonst gut sein, ne? Vielleicht muss ich auch ohne Lampe da hoch. Naja, ich bin mir gerade noch nicht ganz so sicher, wie dieses Level wirklich vonstatten gehen soll. Also ich denke, wir sind uns einig, dass der Schlüssel
Nee, Moment, ich will das jetzt noch nicht aktivieren. Der Schlüssel muss irgendwie... Moment, das ist noch ein Stückchen weit. Nee, ist schon wieder zu weit dann. Der Schlüssel müsste hier liegen. Der rutscht dann aber runter, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das, nee, das bringt auch nichts, so wie der jetzt da liegt. Ach, ja, ja, fall runter. Ach, Mann. Okay, nochmal überlegen jetzt bitte. Also, jetzt komme ich hier nicht drauf. So, das heißt, wenn ich das ein Stückchen weiterlege, dann... Nein! Ah, Mensch, fall doch da nicht runter. Doch nicht. Warum mache ich so eine Scheiße gerade? Also so, jetzt muss ich den Schlüssel nehmen. Jetzt muss ich den Schlüssel hier ablegen. Ja, sieh mal, ich kann es doch, wenn ich will. So. Jetzt muss ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, das dort so anleuchten, dass der Weg hier sichtbar ist. So. Hier genau das Gleiche. So, dass der Weg sichtbar ist. Und dann muss ich hier hochgehen. Und zwar bis zu der Stelle, so bis hier ungefähr. Weil jetzt komme ich hier noch rüber. Jetzt komme ich hier aber nicht hoch. Okay, dann muss ich jetzt Stück für Stück eine Kugel nach der anderen hier rüber packen. Oder? Sehe ich das richtig? Glaube schon. Ich würde jetzt auch gerne Kugeln zerstören. Obwohl, Moment mal, die Kugel hier hinten kann doch hier ruhig liegen bleiben. Die ist ja nicht so... so wild. Ne, das ist jetzt dämlich, was ich mache. Ich muss Kugeln von hier vorne nach hinten tragen. Alles andere macht keinen Sinn. Und zwar immer so, dass ich da noch, den Schlüssel kriege. So. Okay, jetzt packen wir die Kugel hier hin, können uns den Schlüssel abholen und dann Stück für Stück Richtung Tür bewegen. Sehe ich das richtig? Ich will's mal hoffen. So, Schlüssel hin. Jetzt kommt die Kugel mit. Ah, scheiße. Ach, die rollt nicht. Okay, Schwein gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass die Kugel jetzt runterrollt und ich irgendwie hier mich beeilen muss. Aber hey, immerhin, wir können den Schlüssel nicht verlieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er wieder eine Etage tiefer fällt. Da wir den Boden ja dauerhaft beleuchtet haben. Okay, Moment. Jetzt hole ich mal eine Kugel von hier ein bisschen näher. Und, yes. So schnell hat man ein Level geschafft. Aber ich frage mich immer noch, warum wir nicht mehr bei dieser Levelübersicht mal irgendwie... Jetzt sind wir hier, hä? Sind wir hier nicht angefangen? Das sah so ähnlich aus. Vielleicht kommen wir ja jetzt wieder zur Levelübersicht oder so. Oder zum Endboss, oh mein Gott! Ne, ein Helikopter, hä? Ja, fall runter, oder was? Was soll ich denn jetzt hier machen? Also, ab wo falle ich runter? Hä? Keine Ahnung, warum ich eben runtergefallen bin. Wahrscheinlich, weil die Leiter zu Ende war. So, Errungenschaft freigeschaltet. Freigeschaltet, Working Overtime. Ah, Leute, okay, wir haben das erste... Dingens jetzt hier komplett abgeschlossen. Wow, okay, dann geht das Spiel ja doch länger, als ich dachte. Ich dachte, das ist so innerhalb von 4-5 Parts durch. Dann machen wir uns direkt auf ins nächste Level, oder? Also ins nächste Dingens. Obwohl, Moment, jetzt sehe ich gerade, dass meine Zeit schon wieder fast abgelaufen ist. Also wäre es vielleicht eigentlich ganz sinnvoll, wenn ich an dieser Stelle einen Cut mache. Dann kann ich nämlich die Aufnahme richtig schön hier beim nächsten Mal starten. Bin ich nicht professionell? Richtig, ich bin's nicht. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich trotzdem für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und wenn dir der Part gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Damit hilfst du mir echt enorm weiter. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Mach's gut.